Ja, hallo, liebe Mitmenschen, hier ist Sebastian Brauskur von Pictopia Comics. Ich möchte euch heute sehr gern wieder mal nach etwas längerer Zeit ein Buch näher präsentieren. Und zwar ist das Albert Mietringers. Der Autorname ist etwas kleiner am Cover geschrieben. Albert Mietringers Requiem, seine neue zweite Graphic Novel. Albert Mietringer ist ein Wiener Autor, junger Autor, up and coming. Und hat mit Requiem, finde ich wirklich, ziemliches Meisterwerk vorgelegt. Also es ist einerseits einmal ein unglaublich hübsches Buch. Also ich glaube, man erkennt es dann hoffentlich vielleicht eh ganz gut. Es ist metallgeprägt, schön dekorative Strichführungen hier am Cover. Und ich finde, hier auf diesem Covermotiv sieht man auch gleich, was Albert Mietringers Zeichenstil hier in dem Buch ausmacht. Also diese stark schraffierten Flächen. Ein irrsinnig gutes Gespür dafür, wie man Schwarz und Weiß auf der Seitenfläche verteilt, um schöne Spannungen zu erzeugen. Und dann teilweise aber auch wirklich sehr schöne, sehr selbstbewusste Linienführungen. Und eben dieses Zwischenspiel zwischen Schwarz und Weiß ist ihm irrsinnig gut gelungen. Es erschien beim Zwerchfeld Verlag, nach wie vor ein etwas kleinerer deutscher Independent Comic Verlag, und es ist einfach wirklich ein total hübsches Buch geworden. Also es ist, wie gesagt, Albert Mietringers zweites Werk. Sein erstes Werk war Lila, 2017 beim Wiener Luftschacht Verlag erschienen, so der österreichische Veteran unter den Comic Verlagen sozusagen. Also Luftschacht ist ein Literaturverlag, der aber seit circa 10 Jahren oder mehr auch immer wieder Comics, insbesondere Comics von österreichischen Autoren, Autorinnen verlegt. Und Lila war prinzipiell ganz in Farbe, war eine wortlose Geschichte, sehr roh, sehr dahingeworfen, sehr flott erzählt, sehr schnell erzählt und ein beachtliches Erstlingswerk, wurde auch damals zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen sehr lobend besprochen. Und Requiem, sozusagen die zweite Graphic Novel. Und warum ich euch das Buch zeige, hätte ich vielleicht auch eingangs erwähnen sollen, ist: Albert Mietringer signiert für uns wieder die Bücher. Also wenn ihr bei uns bei Pictopia.at seine Comics bestellt, signiert euch Albert eure Bestellungen, widmet auf euren Namen oder wenn ihr es jemandem schenken wollt, auf dessen oder deren Namen, und zeichnet auch eine kleine skizzenhafte Zeichnung ins Buch hinein. Also sind dann wirklich wunderschöne Exemplare mit einem gewissen persönlichen Touch. Und jetzt möchte ich euch geschwind noch sozusagen Requiem ein bisschen näher zeigen. Also es ist, finde ich, einfach zeichnerisch ein irrsinniger Sprung, eine irrsinnige Weiterentwicklung. Albert hat auch so in einem Interview gesagt, Comics ist eigentlich das, was er sich sehen kann, sein Leben lang zu machen, eigentlich so sein kreatives Hauptding. Da freue ich mich ja dann schon auf das nächste Werk von Albert. Und Requiem, wie der Name schon sagt, es hat irgendwie auch mit Tod zu tun. Es spielt in einer postapokalyptischen, also es wäre eine Apokalypse im Mittelalter eingetreten, und ist die Geschichte eines untoten Ritters, der von einer Wanderkrähe, die sozusagen ein zentrales Motiv natürlich in diesem Buch ist, von den Toten magischerweise wieder auferweckt ist, und er ist untot und wandert durch die Welt auf der Suche nach weiteren bruchstückhaften Erinnerungen an die Person, die er vor seinem Tod einmal war. Also immer wenn er die Krähe sieht, taucht eine neue Erinnerung auf. Und ich finde, hier sieht man auch recht schön einfach Alberts Zeichenstil, also diese starken Schraffuren und dann hier auch wieder dieser lockere, einerseits irrsinnig schöne Strich. Es ist aber auch alles nicht bei ihm überdeterminiert. Es bleibt viel Zeit einfach für eine lebendige Linie. Also man sieht hier sozusagen die Burgmauer übersät mit Leichen ganz vorne, unser Ritter. Und die Krähe kommt näher und berührt ihn. Eine Feder der Krähe, dieser Wanderkrähe, fällt auf den Ritter und plötzlich erwacht er wieder zu Leben, sieht sich gleich mit dämonischen Feinden konfrontiert. Hier Herr Ziege, wie er ihn liebevoll nennt, der sich mit ihm duellieren will. Warum, das wird dann auch im Laufe der Geschichte immer klarer. Und ich finde einfach, also wenn man hier einfach so auf die Seiten sieht, wie hier Schwarz und Weiß verteilt werden, wie viel freie Fläche auch dem Weiß überlassen wird, erzeugt eine super Spannung. Doch so ein bisschen illustratorisch erinnert es mich so ein bisschen an klassische Illustrationen aus Kinderbüchern, illustrierte Bücher. Es ist so ein bisschen so ein traditionellerer Vorcomic, sozusagen ein Zeichenstil. Hier auch wieder einfach super schöne, elegante Linienführungen, sehr poetisch. Das Ganze ist sozusagen eine Untotenpoesie, könnte man sagen, für, ich sage jetzt mal, für Zwölfjährige.
jeden Alters. Macht irrsinnig Spaß, da sozusagen, er führt uns einfach in dieses postapokalyptische Mittelalter-Setting irrsinnig gekonnt hinein. Das ist eine Riesenfreude. Und bei allen, also auch beim Lettering, der Dämon, die Ziege schreit dem Menschen nach. Mensch, Mensch, es wird immer lauter, bis zur Unlosbarkeit, also die Lautstärke, die hochgedreht wird. Und ja, macht einfach irrsinnig Freude, diese Welt zu besuchen. Das ist auch so ein bisschen dem Computer Gaming, Dungeons Dragons Erfahrungen des Autors geschuldet. Und einfach ein irrsinnig begnadeter Zeichner und auch einfach toller Geschichtenerzähler. Also wirklich eine totale Freude. Ich freue mich irrsinnig für Albert als Wiener Autor, dass ihm dieser Geniestreich ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es ist eine durch und durch runde gelungene Arbeit. Wie soll ich sagen, eine Fantasy, mittelalterliche Fantasy, die absolut auf internationalem Niveau mithalten kann. Und hat mir irrsinnig gefallen. Und trotz all dem Tod kommt auch einfach sehr viel, und das macht das Werk bestechend, sehr viel Humanes, Emotionales, durchaus Berührendes vor. Also es ist eine erzählerisch sehr runde Sache, nicht nur grafisch große Range, sondern auch inhaltlich erzählerisch große Bandbreite. Übrigens, der untote Ritter folgt dieser Wanderkrähe, weil immer, wenn er ihr nahe ist, taucht eine Erinnerung auf und er möchte wissen, wer er war. Und so wie die Krähe durchs Jahr wandert, so ist auch das Buch in ein Intro und dann in vier Jahreszeiten gegliedert. Und nach jedem Kapitelbreak belohnt uns allen wirklich einen wunderschönen doppelseitigen Tableau, wo auch einfach so seine Zeichenkunst beweisen kann. Und wie gesagt, Zeichenkunst, aber auch Erzählkunst. Und hier sieht man es auch ganz schön, diese starken, schraffierten Stellen, also wirklich wie manisch mit der Feder die Striche gesetzt, dann wieder diese freien Flächen, diese super Linien, finde ich, die er hat, sehr elegant, sehr zart, sehr poetisch. Dann diese Deko-Effekte, die auch am Cover irrsinnig toll zur Geltung kommen. Also es ist eine richtige Freude, auch rein ästhetisch seinen Zeichnungen zuzusehen. Und ich zeige euch vielleicht im Outro noch so ein paar Lieblingsseiten. Also hier ein bisschen die skurrile Situation, Erfolg der Krähe durchs Hochgebirge. Also sein untoter Ritter bis aufs Skelett abgenagt und rennt dieser Krähe nach. Und es sind einfach wirklich ein paar Stunner unter diesen Seiten dabei, die einfach rein grafisch ganz große Freude machen. Also es ist opulent, aber nie übergezeichnet, überdeterminiert. Also es bleibt immer auch luftig, schwebend, tänzerisch, und die Zeichnungen sind immer im Dienste der Story. Auch übrigens extrem dynamische Actionsequenzen, also irrsinnig tolle, gute Überraschungseffekte, die er ganz, ganz erzählerisch gekonnt setzt und so ein bisschen am Manga geschult. Man hat so richtig so eine, also ähnlich wie die japanischen Manga, ist auch Albert sehr committed zu over the topness, wie Albert es in einem Interview selbst sagt. Und hier die Farbsequenzen, also hier kommen auch Farbsequenzen vor, in Farbe immer gezeichnet, seine Erinnerungen an seine frühere Existenz. Und ich zeige euch vielleicht jetzt noch so zum Ausgang eine, ich hoffe, ich finde sie jetzt, ja, eine schöne Krähenseite, also wirklich schöne, stille Doppelseite, wie die Krähe durch die Luft fliegt, und hier am Schluss im vorletzten Panel ein Kra. Also auch viel Humor, zart gesetzter, subtiler Humor dabei. Ja, kann es wirklich empfehlen, habe mich jetzt in der letzten Woche sehr intensiv mit diesem Werk beschäftigt, habe es zweimal gelesen, mit großem Gewinn, großer Freude. Wirklich eine super mittelalterliche Fantasy der dunklen Art, aber jetzt ohne Grusel, eigentlich sehr, irgendwie auch durchaus humanistisches Werk vom Erzählerischen her. Bestellt es gern bei uns, ihr bekommt eine signierte, persönlich gewidmete Ausgabe mit einer handgemachten Zeichnung drin. Lohnt sich allemal, denke ich. Schmuckes Buch, würde mich freuen, wenn ihr zuschlagen wollt. Und Lila, genauso, könnt ihr auch bestellen, wenn ihr wollt. Arbeitskräftiges Erstlingswerk, Pictopia.at. Der Link sollte, ups, hier unten unter dem Video zu sehen sein. Viel Spaß, schöne Zeit.